Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind in Folge 164 von Aborion. Ja, wir sind letztes Mal hier in diesen Asteroiden gestrandet, haben hier jetzt diese Marke. Habe ich die letzte Mal noch angeguckt? Ich weiß es nicht. Es ist gerade schwierig, die anzugucken, weil wir stehen äußerst schlecht. Ich krieg's gar nicht ausgewählt wahrscheinlich, ne? Nee. Jetzt habe ich es aber. Interagieren, wir haben alle Güterteile mit der Portion Access gerade. Sie sind in Sicherheit und warten auf dich. Schließen 75 Y und minus 81. Warte mal. Ne, da ist es bestimmt nicht. Ist hier irgendwo? Warte mal, 75 plus wäre hier und 81 minus wäre da. Hier müssen die irgendwo sein. Ich stelle mir gerade die Frage, wie ich diese Karte entdecken konnte. Ach so, die habe ich wahrscheinlich zugekauft, darum ging's, ne? Ich komme da aber nicht über die Barriere, das wissen wir ja. Okay. Da wird gearbeitet, der Miner ist bestimmt da unterwegs. Wir sind aber trotzdem noch im Traveler und haben da jetzt keine Chance. Dann wissen wir aber, wo es ist, wenn das da so ist. Jetzt müssen wir mal gerade gucken, dass wir hier rauskommen. Wahrscheinlich zerdemolieren wir jetzt gerade unser Schiff noch ein bisschen mehr, ne? So, jetzt haben wir das geschafft. Was sagt er hier oben eigentlich? Deine R-Abbau, irgendwie können wir dazu schreiben. Ah, wir brauchen das Subsystem noch, alles klar. Lass uns mal gerade in B reingehen und gucken, dass wir reparieren können, weil ich denke, wir haben einiges an Schaden. Du benötigst Eisen, Titan, Nanit. Wo fehlt es denn noch? Trinium fehlt's. Okay. 20.000 Trinium fehlen uns. Gut, dann schauen wir mal weiter. Ja, wir machen jetzt erst das Intro und dann schauen wir weiter, ne? Würde ich sagen, bis gleich. So, da sind wir auf der Karte. Hat ein bisschen länger gedauert mit der Einführung, ne? Aber wir sind ja jetzt da. Ihr konntet ja alles sehen. So viel war es ja nicht, was da passiert ist. Und Albatros ist da, dann müsste eigentlich der Elch ja eigentlich da auch sein, ne? Nee, der Albatros ist da und der Elch ist da, ist das denn richtig? Der Elch tut dann mit dem Albatros verfolgen, oder? Okay, dann ist da wohl was schief gelaufen. Lass den mal so fliegen dann. So, wir sind mit dem Traveler unterwegs und wollen jetzt Transporter finden im Endeffekt. Oder irgendwas anderes. Ja. Koordinaten in Navi eingeben und dann dahin springen, oder wie? Hyperraum lädt auf. Und wir springen weg. Sehr gut. Schauen wir uns das Ganze an, ne? Na, komm schon. Da sind wir drinne. Und was gibt's hier? Gibt es hier was Besonderes? Gehen wir auf die Karte. Das ist ein Kreuzer. Schiffswerft, Upitz, Schmugglerversteck. Okay, da ist das Schmugglerversteck. Wo ist es denn jetzt? Da hinten. Gucken wir gerade mal rein. Grüße, Sie reden mit dem automatischen Reaktionsbeantwortungssystem von Schmugglerversteck Jensen 82. Bitte geben Sie die Natur Ihrer Frage an.
Güterhandel, Crew. Eigentlich wollte ich da nicht. Was ist das? Das ist Schiffswerft hier oder was? Schiffswerft. Gucken wir da auch mal gerade rein. Schiff bauen, Reparaturdock, Güterhandel, Crew. Kann man da so ein richtig geiles Schiff bauen? Gründungskosten 500 Trinium. Volumen, Sack. Skalierung noch mal größer. Eisen 2,4 Millionen. Haben wir gar nicht. Das Volumen ist auch noch zu viel. Gründungsschiff. Schiff und Besatzung, Träger, Frachter. Ah, da kann man verschiedene Schiffe ausbauen. Ein Frachter zum Beispiel wäre so. Okay, wissen wir. Machen wir jetzt aber gerade nicht. Müssen wir mal gucken. Wir wollen jetzt erstmal Transporter finden sozusagen. Oh, hier ist eine Signatur. Oder ne, da waren wir gerade. Okay, dann fliegen wir jetzt mal dahin. Da müssen wir noch da uns ausrichten. Auf geht's, nächster Sprung. Weiter zum Ziel, ne? Wir müssen noch ein bisschen abkühlen, 17 Sekunden da oben. Naja, nicht, geht schneller. Sehr gut. Vom Fahrtwind gekühlt, deswegen kühlt er schneller ab. Und das im Weltraum. Ja, da ist der Sprung bereit. Da gibt es ein schickes Loch. Das gefällt mir schon mal richtig gut. Gibt es sonst noch was hier? Ne, das war die falsche Taste. Nein, es gibt nur dieses Wurmloch. Und das werden wir definitiv anfliegen, um zu gucken, wo wir hinkommen. Weil Wurmlöcher in dieser Art sind immer sehr schön. Keine Entfernung zu sehen, ne? Ne. Können wir das vorher sehen? Ah, doch, wir können es vorher sehen. Jo, schon reingesprungen, cool. Wo kommen wir raus? Ja, das ist eine ganze Ecke weiter, das ist schon mal nicht schlecht. Traveler ist jetzt hier. Sehr viele Massesignaturen auch hier, ne? Komm, wir nehmen mal nebenan. Dann müssen wir dahin. Oh, 104 abbauen. Können wir das schon? Können wir schon. Kühle Hyperraumantrieb. Machen wir schon. Berechnet ist die Route auch und wir brauchen nur noch 40 Sekunden, bis wir sprengen. Aber die gehen auch schneller rum. Sind ja, keine Ahnung, Drittelsekunden oder weniger vielleicht. Okay, wir laden auf und sprengen. Noch was, ja. ja, wäre jetzt schön, wenn wir dann weiterkommen. Einmal bitte in den nächsten Sektor. Ja, jetzt ist aber gut. So lange hat er schon lange nicht mehr geladen. Ist er hängen geblieben? Ja. Ah, jetzt hat es geklappt. Nächster Bildschirm, aber jetzt sind wir in einem Sektor drin. Ah, wir haben eine Lieferung gekriegt, auch da unten. Schiff ist der Traveler. Hier können ja nur Asteroiden dann drin sein, wenn hier was massesignaturmäßig ist. Ist ja sonst nichts, ne? Ist das da einer?
Was sind das hier für Teile? Da unten ist ein Asteroid, aber der ist aus Trinium, deswegen können wir den nicht einnehmen. Ist das für einer? Auch normaler, oder? Ich finde diese Felder faszinierend, die hier sind. Was war das jetzt hier für ein Symbol gerade? Sprungbereit oder was? Da ist aber auch nichts drin, oder? Ich sehe da auch keinen Asteroiden, den wir einnehmen könnten, oder? Der nicht. Und der daneben auch nicht. Da überlagern sich nur welche, glaube ich. Komisch. Sieht komisch aus, ne? Ne, ich sehe jetzt keine Asteroiden, wo ich sagen würde, jo, das ist einer zum Rannehmen. Wenn dann der ist der größte, aber das ist auch nichts. Hier gibt es auch nichts. Kommen kurze Salven. Hier sind nur diese zwei Felder drin. Und wofür sind die gut? Ne, sind mehrere. Genau, dann würde ich mal sagen, fliegen wir mal dahin und gucken uns das mal an. Das sind Container oder was sind das? Was sind das für Container? Ja, Container steht da. Die kann man wegschubsen. Aber mehr auch nicht. Ist das Feld kaputt? Jetzt verliert es seine innere Statik. Ja, weiß ich auch nicht. Was sagt das hier oben nochmal? Achso, das fehlt Dingens. Das fehlende System, ne? Koordinaten eingeben und dann springen wir dahin. Springen wir dahin. Aufladen und los geht's. Bevor die Subraumsignale so stark sind, dass wir sehen, wer da kommt. Aber es waren Zotern, wenn, ne? Ja, eben haben wir schon lange da, der Bildschirm. Mal sehen, wie es jetzt ist. Schon ein bisschen komisch, ne? Der mag mich heute nicht mit dem Ladebildschirm. Du wirst einmal gewarnt, wir halten hier ein Treffen ab. Verlass diesen Sektor oder bezahl für deine Unverschämtheit. Habe ich jetzt Bock, mit denen mich zu streiten? Ha, eigentlich nicht wirklich, ne? Auch wenn ihr ein Treffen abhaltet, ich könnte euer Treffen natürlich gerade mal beenden in der Hinsicht, aber. Na, ich guck mal, wie ich weiterkomme hier. Jetzt auch keine Lust zu. Sprung nach da. Kann ich jetzt nicht springen oder was? Die doofen Dinger sind jetzt im Weg, ne?
dauert das so lange, bis ich springen kann. 376. Also Überraumantrieb abkühlen, naja, geht. Dauert ein bisschen länger durch die doofen Piraten wahrscheinlich, ne? Ja, jetzt geht's gar nicht mehr. Sind die da jetzt dran schuld? Dann finde ich das doof. Wahrscheinlich sind die da dran schuld, oder? Und da sie näher kommen, möchten sie auch gerade was wissen. Ja, ich glaube, der möchte es wissen, dass er gleich weg ist. So, kurz anfliegen wegen den Teilen hier. Ist da was Brauchbares bei, aber ich glaube, das ist weiß und blau nur, ne? Also nichts Schönes. Der ist auch kaputt. Ist aber auch nichts drin. So mit so einem Schrott dann. So, jetzt bist du dran. Wie lange möchtest du bleiben? Auch nicht so lange. Okay. Und jetzt ist der nächste dran. Das ist er da. Okay, du bist dran. Du wolltest das ja so. Okay, der ist gleich auch weg. Hat der was Ordentliches? Auch nicht, lohnt sich nicht. Okay, der nächste, der hier einen großen Rand hat, ist er. Und ist auch Geschichte. Ist da was zu holen? Auch nicht wirklich. Auch nur Ramsch. Hattest du gerade geschossen? Ich glaube ja, ne? Du möchtest bestimmt wegspringen, ne? Oder? Schisser. Okay, jetzt haben wir dich hier in unserem Visier und das war's für dich dann auch. Okay, der ist noch nicht ganz kaputt, aber gleich. So, jetzt müssen wir ein bisschen näher ran. Oh, ein Torpedo kommt irgendwo. Eingeschlagen. Jetzt kommen aber gerade ein paar viele Torpedos, ne? Schon nervig gerade. Okay. Wo haben wir denn jetzt einen Gegner? Der ist kaputt.
Torpedo im Anflug, ja. Passt gerade nicht mit der Richtung. Ja, meine Waffen sind auf der anderen Stelle. Warte mal, da muss einer sein, der mir hilft. Okay. Jetzt muss ich den auch noch erwischen. Ist der Richtige? Ich weiß nicht. Okay, der ist jetzt auch gleich kaputt. Ja, können wir den jetzt mal zerstören? Okay, den haben wir. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier wegkommen. Überall Torpedos, 3 Stück im Anflug. So, wer möchte denn jetzt als nächstes mal hier? Nummer 3 im Anflug. Wer ist das denn jetzt hier? Ein Pirat. Also der da hinten schießt, ne, der ist schon ordentlich am Schießen. Da muss ich mal gleich dran, glaube ich. Wer macht denn hier so einen Wumms hier? Der hat auf jeden Fall Torpedos drin. Die müssen wir jetzt erstmal wegmachen hier. Ist ja nervig. Ah, ist schon Wrack. So, der nächste, der jetzt hier Krach macht, ist er. Zig Torpedos hier im Anflug, ey. Der hält ein bisschen länger hier. Da kommen immer mehr, ne? Ist ja nervig. Okay, der ist aber auch gleich kaputt.
Kann es sein, dass hier zwei Parteien sind, die gegeneinander kämpfen? Aber er kämpft ja sowieso gegen mich, ne? Wo ist der nächste da? Oh, das rappelt hier jetzt gerade. Ist der da so nervig? Welcher ist denn jetzt hier so nervig mit so vielen blöden Dingens, Torpedos, ey? Da ist auch wieder einer. Der ist noch voll geladen hier. Von links kommt wieder einer. Torpedos ohne Ende im Anflug. Der stellt sich der Sache wenigstens, ne? Irgendwer schießt ziemlich gut, ey. Wir müssen doch mal gucken, dass wir das gleich unterbinden hier. Der ist hier der Lockvogel und die anderen ballern mir den Hintern weg, oder? Na komm schon. Ja, jetzt ist dein Schild weg, jetzt bist du dran. Aber wahrscheinlich kommen da immer wieder neue, ey. Das ist das Problem, oder? Obwohl, ich sehe jetzt gerade nur zwei, noch drei noch. So, jetzt ist er weg. Ist er kaputt? Ja. So, du bist dran. Du hast ja kein Schild, deswegen bist du auch schnell kaputt. Und da ist er schon weg. Und jetzt ist wer dran? Der da oben. Aber Beute gibt es hier keine ordentliche, ne? Das ist alles schlecht. Jetzt haben gerade unsere Generatoren mal wieder Strom reingemacht. Haut ab, oder? Nee, du haust nicht ab. Ich hab dich jetzt. So, Schild ist hin. Und jetzt geht's richtig ans Eingemachte hier. So, nächste bitte. Du da oben jetzt. So. Jetzt will ich wieder Ruhe langsam haben hier. Ja, das war dein letzter Torpedo. Sektor gesichert. 3500 Punkte hat es gegeben, aber sonst, Piraten greifen den Sektor an. Wo sind sie denn jetzt? Da links, ja, super. Drei Leute. Komm,
Komm schon, machen wir gerade fertig da. Der nächste ist der. Schrott fliegt hier Auto hier gegen. Der hat ein Schild. So, jetzt aber. Den haben wir jetzt auch gleich erledigt. Dann noch der dritte von den Neuankömmlingen. Der ist auch weg. Wo ist der dritte jetzt? Da. Na, jetzt müssen wir mal näher ran. Okay, jetzt geht's. Zu weit weg, sagt er. Ne, sind wir jetzt aber nicht mehr, oder? So geht's gut. Bisschen weit weg. Jetzt springen die Punkte da runter von dem. Jetzt ist das Schild kaputt. Und jetzt hat er nicht mehr viel, dann ist er ganz kaputt. Wir nehmen zu viel Schaden, wir hauen ab. Hier wird nicht mehr abgehauen. Jetzt hat er tatsächlich Reise ausgenommen. Warte mal, da ist aber ein oranges Teil. Da oben vielleicht auch, oder? Ich glaube, das da oben ist gelb. Aber das da ist orange, das will ich auf jeden Fall haben. Das nehmen wir auf jeden Fall an Bord, hier das Orange. Energie zu Schildumwandler. Und ich bin voll irgendwo reingekracht. Können wir reparieren schon? Ich glaube nicht, ne? Ist zu kurz nach dem Kampf, oder? Und uns fehlt ja auch das Material, ne? Das Trinium 90.000, shit. Kann man auch einzeln was reparieren? Ich glaube nicht. Das ist jetzt nicht so toll, ne? Fehlen uns ein paar Klamotten hier drin. Rex da raus. So, haben wir noch was zum Einsammeln? Da oben gibt es noch was. In Gelb. Der dreht nicht mehr, ne? Ja, die Korrekturdüsen sind da wohl jetzt gerade, oder die entscheidenden Blöcke sind jetzt gerade kaputt, ne? Und wie kriegen wir die jetzt heile? Eigentlich gar nicht, ne? Was, schon wieder Schiffe? Mein Schiff in Sektor 267 wird angegriffen. Nee. Da bin ich jetzt nicht hingekommen, ne? Shit. Welches ist denn das jetzt? Das? Nee, da ist nichts zu sehen. Meine 1. Traveler ist das? Nein, das kann ja nicht sein.
Wo kann ich das denn jetzt einsehen hier? Wahrscheinlich nirgendwo, ne? Ich denke, wir machen gerade erstmal hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ihr das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.